Und du stirb. Bitte. Danke. So, der da ist auch weg. Der ist auch weg und lässt sogar was fallen. Einen Helm. Ja. Wow. Und Ausdauer ist zu Ende. Hau. Ja, die Hammer Brothers sind schlimm, wenn drei auf einmal kommen. Ah, seht ihr? Noch eine neue Szene. Haben wir ja schon mal 10% der neuen Szenen, die wir brauchen. Noch eine neue Szene. Na, jetzt klappt's aber. So. Zurück. Jetzt können wir mal ganz kurz ein Lois-Set aussortieren. Wir haben nämlich ein Schwert. Und ja, die Äxte und Telebahn, die droppen nicht. Wir haben ein Schild. Einen Helm, eine Rüstung, ein paar Stulpen und ein paar Gamaschen. Und alles andere ist dann halt Überschuss. Und wir müssten jetzt bei unglaublichen 6 Lois-Seelen sein. Jo, sind wir sogar. Gut, aber wie gesagt, Hausdauer zurzeit unser Hauptproblem ist. Und ich mich wundere, dass in dem Köcher so wenig Pfeile eingezeigt werden. Das sieht besser aus. Ja, jetzt können wir sie uns mal ganz kurz ansehen. Einer trägt eine Axt. Einer trägt die Gelefe und 2 tragen Schwerter. Und ja, wie gesagt, die Lois-Ritter unten, die tragen Schwerter, Äxte, Hämmer und Feuerhandschuhe. Und bevor ihr fragt oder es euch denkt, die Lois-Seelen, die ich einsammle, wenn ich sie benutze, verpuffen sie einfach. Sie geben keine Seelen. Das ist also nicht ihr Zweck. Sie gehören zu einer besonderen Gameplay-Mechanik. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist gerade passend zum Respawn gestorben. Wow. So. Eine verkurte Lois-Rüstung, warum nicht? Oh oh. Autsch, das tut weh. Genau, stell dich in deinen Freund rein.
Naja, ihr habt eh kein Selbstgefühl mehr, also habt ihr auch kein Gefühl mehr für eure Brüder. So. Ja, und diesmal hat fast gar nichts gedroppt. Also mache ich wieder einen Rückzug. Und diejenigen, die sich jetzt denken, man hätte auch einfach nur einen Ritter befreien können. Und dann da unten einfach endlos farmen, das klappt auch nicht ganz, wenn mal also nur noch ein Portal offen ist. Weil der König kommt nach einer bestimmten Anzahl an Rittern, die wir besiegt haben. So. Nächster Durchgang. Die Durchgänge gehen recht schnell. Und sind halt auch recht lohnenswert, was Seelen angeht und Ausrüstung. Da wir die Ausrüstung ja verkaufen können und noch mehr Seelen draus machen können. Es ist halt nur irre anstrengend. Gerade solche Situationen. Ein verkohlter Leushelm. So. Und ich dachte jetzt wären schon drei Brenner auf dem Feld, aber es sind nur zwei. Uff. Da hinten ist noch einer rausgekommen. Da kommt auch noch einer raus. Hey. So, im Eis ist leider kein Loot versteckt. Und ja, hier macht eigentlich auch Sterben nicht so das Problem. Verkohlter Leushelm. Okay. Wieder weg von hier. Ich würde sagen, einmal machen wir das Ganze noch. Da sind wir nämlich schon auf 200.000 Seelen. Das reicht locker für 4 Level-Ups. Und ja, wir sind leider immer noch nur auf 6 Seelen. Das heißt, 44 fehlen uns noch.
Okay. Noch einmal eine Münze benutzen. Und ja, ich habe das Schild ja auch an und auf dem Rücken, um die Dropshots zu erhöhen. Weil das Schild erhöht ebenfalls die Dropshots, so wie das... der Schlangenring. So, der ist fast tot. So, der ist auch tot. Da kommen drei neue. Oh, au. Da hätte ich nicht so gierig sein sollen. Ja. Und ein verkohltes neues Großschwert. Oh, da bin ich mitten reingerollt in seinen Angriff. So, und? Raus. Wieder kein Drop. Na komm. Oh, noch ein Treffer und ich bin tot. Der ist aber auch gleich tot. Und ja, hat nichts gedroppt, leider. Okay. Rückzug. Und ich würde sagen, mit den 210.000 Seelen geht es jetzt erstmal nach Majula zurück. Ausdauer pushen, weil man hat in dem Kampf ja teilweise gemerkt, dass mir schnell mal die Ausdauer ausgegangen ist. Also. Bearer of the curse. Und pumpen wir mal unsere Ausdauer etwas höher. Ja, hat genau für 4 Level gereicht. Hat uns aber auch verdammt viel Balance gegeben, merke ich gerade. 1,2 Punkte. Körperliche Abwehr etwas erhöht. Hm. Ja. Und halt ganz wichtig die Ausdauer, die uns ja ein paar Mal ausgegangen ist. So, gut. Dann würde ich mal sagen... Auch wenn ich jetzt erst bei 1 Stunde 15 bin... Obwohl, machen wir die 1,5 Stunden noch voll. Diejenigen, denen es zu langweilig ist. Die können ja ruhig... andersrum. Die können ja ruhig... Die letzte Folge hier jetzt skippen, weil das hier ist jetzt noch eine reine Farmfolge. In der wir mal gucken, was jetzt der Ausdauerboost uns wirklich gebracht hat. Weil wenn, dann will ich euch das ja auch zeigen, wenn ich schon die Ausdauer etwas booste.